und ich meine mich zu erinnern, dass es einen einzigen China-ETF 2012 gab. Den habe ich genommen, der hatte 0,6er TER. Und so, das war mein Beginn in Asien. Ich habe damals ein paar Bücher gelesen und ich dachte mir, das ist es. Das hat er uns nämlich im Laufe der Woche einfach mal so auf einem kurzen Dienstweg mitgeteilt, ist, dass Tino jetzt erstmal verrät, wieso er Titel in Asien verkauft hat, mit cleverer Voraussicht. Naja, danke, Jay. Ob das clever ist, das wissen wir ja immer erst hinterher. Der Markt ist ja nicht statisch. Der ist ein Prozess von Millionen von Marktteilnehmern beeinflusst. Und insofern sind Entscheidungen immer unter Unsicherheit getroffen. Und so geht es mir natürlich auch. Ich will aber eigentlich gar nicht über diese Verkäufe sprechen. Also ich spreche darüber. Und das ist übrigens keine Empfehlung, das nachzumachen. Und, wir hatten die Disclaimer schon. Ja, okay. Bis frei. Gut. Ja, da wollen wir keine Zeit verbrennen. Da wollen wir keine Zeit damit verbrennen. Ich will ich gucke auch immer so rüber, weil hier, ich habe das auch diktiert. Auch das wird ein Blogartikel. Da ist eine ganze Menge zusammengekommen, denke ich. Ich will den Prozess beschreiben. Wie kommt man dazu, in diesem hysterischen Markt zu verkaufen? Weil es ja jeden Tag weitergehen muss. So, und jetzt ein bisschen ernsthafter. Es geht bei diesen Überlegungen, bei mir, und das versuche ich hier zu vermitteln, nicht um Markttiming. Es geht nicht darum, den besten Kurs zu erwischen. Es geht darum, einen Prozess abzuschließen, der sich eventuell, also bei mir ist das so der Fall, schon über längere Zeit entwickelt hat. Ein gewisses Eigenleben hat und sich so weit gesteigert hat, dass man als Investor zu einer Entscheidung kommt. Zu einer Entscheidung kommen deshalb, weil für mich Börse nicht irgendein Hobby ist, sondern ein Geschäft. Und das hat nichts mit der Depotgröße zu tun. Das sei auch noch angemerkt. Sondern es geht hier um Geld. Es ist schon versteuertes Geld, was wir einsetzen, was dann übrigens nochmal versteuert wird. Aber okay, das ist was anderes. Und ja, durchaus. Und die Träne ist, kannst du dir aufschminken, ja, Jay. lass ich mir tätowieren. Als permanente Steuerträne sollten wir die uns antätowieren. Wenn Olaf Scholz Bundeskanzler wird, dann ja, genau. Kriege ich mir die. Also es geht eben. Es geht nicht um Market Timing, es geht nicht um den Kurs. Es geht um einen Prozess des Erkennens. Und das Erkennen ist ein individuelles, ein persönliches. Weil eben der Markt nicht, wie uns die Schlauberger der Wirtschaftswissenschaftsfakultäten weismachen wollen, nicht statisch und mathematisch berechenbar ist, sondern dadurch, dass er von Millionen Marktteilnehmern angetrieben wird, ist der Finanzmarkt ein Handelsplatz, ein Sammelbecken von emotionalen Entscheidungen in der Hauptsache. Die wenigsten agieren rational. Das ist vielleicht der Renaissance-Fonds so vom Herrn Simmons. Der macht die Algos so flott, der lässt die so stramm stehen, dass die auch das machen, was sie tun und nicht, was der Herr Simmons macht. Aber es ist auch eine andere Geschichte. Jeder Marktteilnehmer an diesen Märkten hat seine eigenen persönlichen Ziele und er hat auch seine eigene persönliche Vergangenheit.
Und diese führen zu Investments. Und diese Investments sind immer auch permanent das Ergebnis einer persönlichen Einschätzung. Der Markt gibt mir zwar Signale, aber ich habe immer noch eine persönliche Einschätzung auf mein ganz persönliches Investment. So, das ist die Präambel. Wie habe ich jetzt das Ganze, wie bin ich das angegangen? Ich bin in Asien investiert, jetzt wird es konkret, seit 2012. Guter Lauf. Respekt, nehme ich zur Kenntnis. Ich habe damals angefangen mit einem ETF und ich meine mich zu erinnern, dass es einen einzigen China-ETF 2012 gab. Den habe ich genommen, der hatte 0,6er TER. Und so, das war mein Beginn in Asien. Ich habe damals ein paar Bücher gelesen und ich dachte mir, das ist es. So, das ist jetzt schon eine Weile her. 2012 ist lange vorbei. Und jetzt kommen wir zu diesen persönlichen Einschätzungen, die ich meine. Dieses Investment und diese Investments sind im Laufe der Zeit natürlich weitere ETFs dazugekommen. Ich spreche hier übrigens nur von ETF-Engagements, nicht von Einzelaktien, weil ich kenne mich in der Gegend nicht aus und da kaufe ich keine Einzelaktien. Ich kenne mich auch politisch nicht aus, nicht steuerlich und deswegen ETFs. Und politisch ist das schwierig. Ja, genau. Ja, eben, ne? Aber da schützt sich der ETF auch nicht von unbedingt. Ne? Nicht unbedingt, aber zumindest hast du dort eine gewisse Streuung drin und kaufst nicht irgendwie Lackierung. Und dadurch, dass ich das Ganze 2012 begonnen habe, ist dieser geografische Klumpen bei mir relativ groß geworden. Das war Punkt 1. Das heißt, ich nehme mein Portfolio, sehe das an. Dieses Portfolio beträgt 100% und ein gewisser Anteil, den ich vorher mir ausgerechnet habe, den ich auch risikogemäß verkraften möchte, wo ich also in Asien engagiert sein möchte, wenn der größer wird, dann mache ich mir schon mal meine Gedanken. Und logischerweise, wenn man seit 2012 dort agiert, dann ist das ein bisschen was. Dazu kommt ein kleiner, winziger Ausflug in die Charttechnik. Die Indizes in Asien notieren alle knapp über ihrem 200er Durchschnitt, 200 Tage GD. In jeglichen, also 200 Tage in jeglichen Zeitebenen. Also egal, wie lang ich den Chart aufmache, der 200er, da stehen die Kursnotierungen dran. Die asiatischen Märkte haben mit Masse ihr Hoch im Februar gehabt. Und jetzt kommt mein Szenario. Sie haben ihr Hoch im Februar gehabt und sind seitdem doch schon signifikant abgebröckelt. Also die haben bestimmt gut 5, 6, 7% verloren. Und jetzt kommt mein Szenario. Der S&P, die US-Leitbörse, ist notiert immer noch 13% über dem 200-Tage-Durchschnitt. Gibt es verschiedene Gründe für. Das Gewinnwachstum der Unternehmen, die im S&P drin sind, das ist es nicht. Das ist nicht der Grund, sondern es ist möglicherweise das Geldmengenwachstum, was sich speziell im letzten Jahr dort ergeben hat. Das heißt, die Fed hat unglaublich viele Dollars geprintet und in den Markt gespült und diese Liquidität ist mit Masse in Aktienmärkte und Immobilien geflossen. Dementsprechend notiert der S&P und auch andere amerikanische Indizes weit oben. Für mich stellt sich also das Szenario so dar, die USA sind die Leitbörse, immer noch. Der Dollar ist die Leitwährung der Welt, immer noch. Wenn die asiatischen Märkte knapp, wirklich sehr, sehr knapp, an ihrem 200er notieren kurstechnisch, der S&P aber 13% drüber steht. Und wenn der S&P jetzt ein bisschen wackelt, nur ein bisschen,
nur 10%, das wäre eine Korrektur. Da würden wir noch nicht mal, da müssten wir noch nicht mal Schweißperlen auf der Stirn haben. Das wäre also gar nichts. Werden die asiatischen Märkte reagieren? Das bedeutet, es ist immer meine Sichtweise, ja, das sei hier nochmal eingefügt. Das bedeutet, dass in dem Moment die Indizes in Asien, meiner Einschätzung nach, durch ihre 200-Tage-Linie durchbrechen. Und der Charttechniker, der Klassiker, sagt jetzt, oh, Kurse unter der 200er-Linie sind Bärenmärkte. Genauso ist das. Ganz simpel und ganz einfach und übrigens eine Strategie, die auch wunderbar funktioniert. Man kann sich mal einen Chart nehmen und das mal für die letzten 50, 60, 70 Jahre durchexerzieren, um festzustellen, das stimmt schon. Wenn also die 200er nach oben oder nach unten geschnitten wird, ist das meistens das Fanal für den Eintritt in eine neue Marktphase. Das ist die Definition der Trendumkehr eigentlich. Richtig. Genau. Und diese Divergenz zwischen den amerikanischen Märkten, die ich als Leitbörse definiere, S&P, und den asiatischen Märkten, die hat mich so ein bisschen dazu gebracht, im Einklang dessen, dass diese geografische Klumpung sowieso viel zu groß ist bei mir in meinem Portfolio. Da habe ich mir gesagt, das Risiko ist mir zu groß. Wenn wir da durchrauschen, dann gibt es jede Menge Stop-Aufträge anzunehmenderweise, die dann die Kurse noch weiter drücken. Also reduziere ich mein Asien-Investment. Das ist eigentlich der Prozess, den ich mit diesem Verkauf beschreiben will und die Blaupause sein sollte für jeden mittellangfristigen Investor, sich also Szenarien vorzustellen und diese dann zu spielen. Ob die aufgehen, das weiß man immer erst hinterher. Ich weiß auch nicht, ob ich richtig liege mit meiner Version. Deswegen habe ich übrigens auch nicht komplett eingecashed, sondern wirklich nur Überschüsse, also Überschüsse im Sinne von der Anteil Asien, Ozeanien war zu groß, also habe ich ihn reduziert, aber ich habe ihn nicht komplett aufgelöst. Und das führt diese Investition wieder auf ein vernünftiges Maß, mit dem ich umgehen kann. Das heißt, ich bin immer noch investiert in dem geografischen Bereich, aber ich habe reduziert, stark reduziert, aufgrund der eben geschilderten Situation. Und ich wollte mit diesem Monolog mal darstellen, wie ein Prozess beim Verkauf funktionieren kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das umzusetzen, aber das ist sozusagen meiner. Ein Schlusswort noch. Ich verkaufe natürlich lieber, wenn ich noch richtig grün bin in den Zahlen, als wenn die Sache dann einen Schnelldurchgang nach unten entwickeln könnte. Denn nach unten geht es meistens viel schneller als nach oben. Also nicht meistens, immer. Und dann fällt ein Verkauf schwer. Ich verkaufe also viel leichter in einer Phase der Euphorie, der Zukunftsgläubigkeit und dass alles gut wird und diesmal alles anders ist. Da verkaufe ich viel leichter, wenn das Portfolio entsprechend das auch von den Zahlen her hergibt, also dass ich dort zu viel investiert bin, dann fällt es mir leicht. Und deswegen, kommen wir vom Großen ins Kleine, brauche ich auch nicht auf den Kurs gucken. Ich stelle die Order ein und verkaufe Market und raus geht das. Also Market mit Limit, aber ich muss mich nicht um irgendwelche Centbeträge streiten bei mit dem Broker bei ETF-Verkäufen, sondern ich mache das Ding klar. Und eine Sache, die man auch immer vergisst, und damit schließe ich, es stärkt ja unmittelbar meine Liquidität. Die ja ohnehin schon gut ausgebaut ist. Ja, also manchmal bin ich ja sehr nervös, wenn ich auf meine Liquidität schaue, aber wir werden sehen, wie das ausgeht. Aber natürlich, ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen bei Twitter von einem, also die Kurzfassung lautet, es ist eigentlich egal, wo deine Kurse der einzelnen Investments stehen, ob das ETFs oder Einzelaktien sind. Entscheidend ist nur dein Kontostand. Das ist das, was der ganze Plunder heute, jetzt, in diesem Moment wert ist.
Und aufgrund dieses Kontostandes musst du deine Entscheidungen treffen. Und das finde ich eine sehr, sehr praktikable Sichtweise, die es einem leicht macht. Also was ich heute eincashen kann, das habe ich wirklich. Das kann mir keiner mehr nehmen. Und weil, außer die Inflation. Außer die Inflation. Aber ja, schöner Sidekick hier, Herr Strelo. Aber darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ich nehme doch lieber 2% Verlust in Kauf, statt 10% in China. Risiko, ja. So. Und jetzt greife ich hier einmal ganz frech vor. Ich bin noch fertig. Ich bin dann jetzt hier trocken im Mund. Wenn ihr wüsstet, was auf dieser letzten Folie auf euch wartet. Weil diese Michael Saylor-Geschichte, also da würde man sich wünschen, 2% Inflation. Also das ist wunderbar, dass du das so geöffnet hast, weil wir können es also ganz rund machen am Ende mit einer also wirklich sehr fatalistischen Perspektive auf das Ganze, wo er also halt auch wirklich, also die Kernthese, damit die Leute auch jetzt schon mal bis zum Ende dranbleiben, ist das halt quasi in den oberen Asset-Klassen, also bei Consumer Price Index, fällt es nicht ins Gewicht, diese 2% über die Bios unterhalten, aber er spricht von Hyperinflation auf Assets. Das heißt also halt quasi, das Geld, was nicht am Markt ist, wird mit 25% entwertet pro Jahr, sagt er. Aber da kommen wir später zu, also ganz wilde Thesen. Ja, aber dann hätte ich nämlich gesagt, Mama direkt. Ich habe gerade mal ganz kurz nachgeguckt, weil ich habe gerade überlegt, China habe ich irgendwie nur mit dem 40-Räuber-Wert im Depot, als ich auf End-Financial-Börsengang gesetzt habe, der dann aus politischen Gründen nicht stattgefunden hat. Und in einem Emerging Markets ETF habe ich mal nachgeschaut, der China-Anteil bei dem, den ich da habe, ist 18,5%. Ja, also man ist schneller in China, als man sich das eigentlich vorstellt. Ja, es ist auch nicht nur China, es sind dort die kompletten Märkte. Wenn man jetzt tiefer einsteigen würde, das vielleicht nur noch so als Tipp für Leute, die gerade zuschauen oder das nachschauen, wer sich da mehr engagieren möchte. Es gibt auch ein demografisches Problem in Asien. Glaubt man nicht, aber wir dürfen nicht aus unserer gesättigten, saturiert hat der Herr Bismarck das genannt, der alte Reichskanzler, saturierten Blickweise der Europäer heraus falsch einschätzen, dass wir denken, die haben immer alle noch 7 Kinder. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Und alleine Japan macht vor, dass das demografische Problem da ist. Und in China soll es wohl auch ankommen in den nächsten Jahren. Ja. Und auch das wird für ein geringeres BIP sorgen und damit geringere Wachstumsraten, also geringer, als wir uns heute wohl vorstellen können. Es ist nicht mehr der Wachstumsmotor, den wir aus unserer saturierten europäischen Sicht annehmen. Zumindest lässt er sich nicht so fortschreiben, so extrapolieren. Auch wenn, glaube ich, das Rennen um die größte Volkswirtschaft nicht am Ende, aber innerhalb der nächsten Jahrzehnte eben in China landen wird. Absolut, ja. Aber das hat eben nichts mit den Wachstumsraten zu tun. Ne? Ja. Aber dafür strecken sie ja schon die Fühler langsam aus über die ganze Welt und erschließen einfach neue Märkte, da wo wir sie gar nicht vermutet haben. Also, aber das wird auch nochmal eine ganz spannende. Da bin ich auch schon, ich weiß nicht, mit einem lachenden und einem weinenden Auge nehme ich das zur Kenntnis. Gut. Wie schon gesagt, also erstmal, was wir festhalten, also sobald es fertig ist, verlinken wir den Blogbeitrag dazu hier drunter. Also dass man das auch nochmal nachlesen kann. Der muss erstmal geschrieben werden. Es ist ja nur ein Diktat. Ja, also. Genau, nur dass die Leute schon mal wissen, wo er zu finden ist, wenn er denn kommt. Dann klippen wir das hier dran. Das sind gute Gedanken, für die Leute auch einschalten hier.